Willkommen zum lebendigen Adventskalender. Das Jahr 2020 hätten sich viele wahrscheinlich anders vorgestellt. Als man sich am 31. Dezember 2019 sagte, 2020, das wird mein Jahr, da wussten wir noch nicht, was da auf uns zukommen wird. Es ist nun fast vorbei und wir blicken zurück auf ein unruhiges, ereignisreiches Jahr. Unter anderem durch die Corona-Pandemie haben viele wahrscheinlich zeitweise auch mal die Hoffnung aufgegeben. Aber was ist diese Hoffnung eigentlich? Hoffnung ist ganz individuell. Jedem Menschen schenkt etwas anderes Hoffnung. Und einer der folgenden Sätze trifft vielleicht auch auf Sie zu. Hoffnung ist für mich ein positiver Blick auf die Zukunft und Optimismus. Ziele zu haben und Ziele zu erreichen. Der Frühling. Ein Regenbogen. Die Geburt eines Kindes. Erfahrungen. Geduld. Religion und Glaube. Die Taube. Und vielleicht erinnert sie die Taube auch an eine Geschichte aus der Bibel. Noah ließ eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser versickert war. Aber die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen, denn die Flut bedeckte noch das ganze Land. Darum kehrte sie zu Noah zurück. Er streckte seine Hand aus und holte sie wieder ins Schiff. Dann wartete er noch weitere 7 Tage und ließ die Taube erneut hinaus. Sie kam gegen Abend zurück, mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel. Da wusste Noah, dass das Wasser fast versickert war. Eine Woche später ließ er die Taube zum 3. Mal fliegen und diesmal kehrte sie nicht mehr zurück. Noah entfernte das Dach vom Schiff und hielt Ausschau. Tatsächlich, das Wasser war verschwunden. Die Erzählung aus der Bibel kann man sehr gut mit unserer jetzigen Situation vergleichen. Noah ist alleine auf seiner Arche isoliert inmitten der Sintflut. Auch wir sind alleine oder mit unseren Familien, zu Hause isoliert, in unserer eigenen Arche. Unsere Sintflut ist jedoch die globale Corona-Pandemie. Noahs Hoffnungsschimmer ist die Taube, die ihm einen Zweig bringt. Das Ende der Sintflut ist in Sicht und das Land nähert sich. In unserer jetzigen Situation können Hoffnungsschimmer sein, zum Beispiel wenn Infektionszahlen sinken, die Maßnahmen eingehalten werden oder womöglich auch ein Impfstoff gefunden wird. Es gibt natürlich noch viele weitere Stellen in der Bibel, die sich mit dem Thema Hoffnung beschäftigen. Zum Beispiel der Psalm 94, Vers 19. Als mich viele Sorgen quälten, gab dein Trost mir neue Hoffnung und Freude. Die Corona-Pandemie hat manche Menschen härter getroffen als andere. Wir beten für alle, die ihren Laden schließen müssen. Wir beten für alle, die ihren Job verloren haben. Wir beten für alle, die unter Existenzängsten leiden müssen. Ganz besonders beten wir auch für alle Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen und Krankenschwestern und Krankenpfleger. Wir beten für alle Kinder und Jugendlichen, denen in dieser Zeit die sozialen Kontakte sehr fehlen und die Möglichkeit, sich in ihrer Freizeit frei zu entfalten. Wir beten für alle, die sich mit dem Virus infiziert haben. Mögen sie schnell genesen. Wir beten für alle Familien, von denen der Virus das Leben eines geliebten Menschen genommen hat. Mögen sie in diesen schmerzvollen Stunden Beistand und Trost erleben. Die Corona-Pandemie ist global, deswegen möchten wir natürlich alle Menschen, die von ihr betroffen sind und unter ihr leiden, in unsere Gebete mit einschließen. Und zum Schluss? Alles, was du brauchst, ist Hoffnung und Kraft. Die Hoffnung, dass alles irgendwann besser wird und die Kraft, bis dahin durchzuhalten. In dem Sinne hoffen wir natürlich, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist und wir die Zeit bis dahin auch noch gut überstehen. Die KJG Laubenheim wünscht allen eine schöne Adventszeit und ganz fröhliche Weihnachten. Bleiben Sie alle gesund!